Hallo, wenn man mit komplexen Logarithmen arbeitet, da taucht da oft der Ausdruck 2πi auf. Ja, also 2 mal Pi mal die imaginäre Einheit. Ja, das hat etwas mit der Periodizität der Exponentialfunktion zu tun. Die Periodizität der Exponentialfunktion bewirkt, dass im Wertebereich der Logarithmusfunktion ebenfalls eine Periodizität zu finden ist. Ja, und das will ich jetzt in diesem Video erklären. Und dazu habe ich euch erstmal ein anderes Video eingeblendet. Da geht es um den Realteil der Exponentialfunktion. Ja, den habe ich hier aufgezeichnet in Rot. Die reelle Achse, die verläuft hier in diese Richtung und die imaginäre Achse, die verläuft so nach hinten rechts. Ja, und jetzt sieht man hier, wenn ich zum Beispiel hier bin, dass sich nach 2 Pi, das ist hier, die Funktionswerte wiederholen. Gut, ich zeige euch das am besten nochmal an einem anderen Bild. Und zwar habe ich hier nochmal genau die gleiche Abbildung. Das ist hier das ist der Realteil der Exponentialfunktion. Ja, ich fahre mal jetzt weiter. Wenn man jetzt von hier hinten guckt, da sieht man, da ist eine Periodizität. Die Funktion verläuft, wenn man hier so einen Schnitt macht, praktisch wie eine Sinusfunktion. Ja, gut, das ist jetzt alles nicht so genau. Der Computer hat da nicht so genau gerechnet. Deshalb ist das hier nicht so rund wie bei der Sinusfunktion, sondern so Zacken sieht man da. Ja, ist nicht so schön geworden. Aber ich glaube, man kann es sehen. Da ist eine Periodizität und zwar so sinusförmig. Ne? Mit einer Periode von 2 Pi. Wenn ich hier bin, na, wenn ich hier bin und gehe 2 Pi in imaginäre Richtung, na, hier ist ja wieder ein Schild, 2 Pi in imaginäre Richtung, habe ich wieder den gleichen Funktionswert. So, gehen wir jetzt wieder hier zurück zum ursprünglichen Bild. Jetzt könnte es sein, dass ihr sagt, das stimmt ja gar nicht. Also ich habe hier und hier den gleichen Funktionswert. Ja, aber hier habe ich ja auch den gleichen Funktionswert. Und hier ist erst Pi vorbei. Ne? Hier habe ich 0, hier habe ich Pi. Habe ich dann nicht eine Periode von Pi? Nein, ne? Das ist ja nur der Realteil. Ich muss ja auch noch den Imaginärteil beachten. Ja, den blende ich jetzt mal ein und zwar sieht er genauso aus, aber der ist dann blau. Ne? Der ist blau und so ein bisschen verschoben. Ja, so und jetzt gucke ich mal, wenn ich hier beginne, ne? So wie gerade, sagen wir mal, hier ist 0. Ja, dann hat hier die rote Kurve zwar wieder den gleichen Funktionswert, also der Realteil, aber nicht der Imaginärteil. Der Imaginärteil hat hier einen hohen Funktionswert und ein Pi weiter hat er einen tiefen Funktionswert, irgendwo hier unten. Ja, das ist der blaue Graph. Erst wenn ich 1, 2, 2 Pi in imaginäre Richtung gegangen bin, dann haben sowohl der Realteil als auch der Imaginärteil wieder die gleichen Funktionswerte. Ne, der Realteil, der rote, ist wieder 0 und der Imaginärteil ist wieder oben. Ja, also das darf man nicht vergessen. Man muss der Realteil und Imaginärteil beachten, wenn man die Periode betrachtet. Ne? Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Vielleicht gefällt es euch besser, wenn wir uns das in der gaußschen Zahlenebene angucken. Und dazu schalte ich jetzt mal hier um und da gucken wir ins Buch. Gut, ich erkläre euch mal, was ihr hier seht. Ihr seht hier zwei gaußsche Zahlenebenen, einmal die linke und einmal die rechte. Und jetzt habe ich hier in der linken Zahlenebene drei Punkte ausgesucht, ne, drei komplexe Zahlen und habe jetzt dazu den Wert der Exponentialfunktion berechnet. Ja, und da bin ich jedes Mal zu diesem Punkt hier gelangt. Also von links nach rechts, das heißt Anwenden der Exponentialfunktion. Den Wert hier habe ich berechnet. So, wenn ich jetzt in die umgekehrte Richtung gehe, von rechts nach links, dann ist das natürlich das Anwenden der Logarithmusfunktion. Denn die Logarithmusfunktion ist ja die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion. So ist die definiert.
Gut, aber wir gucken uns die Richtung von links nach rechts erstmal an. Ja, und da kann man sagen, wir haben hier eine Periode von 2π. Ne? Habe ich ja gerade am anderen Bild erklärt. Denn wenn ich zum Beispiel bei diesem Punkt hier bin, an diesem Punkt, dann habe ich diesen Funktionswert. Ja, aber wenn ich jetzt um 2π nach oben gehe, habe ich wieder den gleichen Funktionswert. Oder wenn ich um 2π nach unten gehe, na, dann habe ich auch wieder den gleichen Funktionswert. Das heißt, wenn ich mich in Richtung der imaginären Achse bewege, und zwar um 2π, dann habe ich den gleichen Funktionswert. Na, das geht auch noch nach oben weiter und nach unten, bloß hier war jetzt eben kein Platz mehr. Ja, das geht weiter bis ins Unendliche. Ja, das heißt dann eben, ich habe eine Periode von 2π in imaginäre Richtung. Das kann ich entweder so darstellen hier, ja, oder eben hier, indem ich hier 2π nach rechts gehe. Ne, und dann guck, ob Realteil als auch Imaginärteil, so sieht man es, ne, ob die sich da wiederholen. Hier sehe ich es in dieser Darstellungsform oder in dieser Darstellungsform. Ja? Gut, also wir halten fest, die Exponentialfunktion von links nach rechts, die hat eine Periode von 2π in imaginärer Richtung. Ja? Und jetzt überlegen wir uns etwas Neues. Wir fragen uns, welche Auswirkungen hat das auf die Logarithmusfunktion? Also hier von rechts nach links. Ja, dazu muss man sich daran erinnern, dass bei einer Funktion und bei ihrer Umkehrfunktion Definitions- und Wertebereich miteinander vertauscht sind. Das heißt, wenn ich diese drei Punkte hier, die einen Abstand von 2π haben in imaginärer Richtung, wenn ich diese drei Punkte abbilde und dann wieder die Umkehrfunktion zu diesem Funktionswert hier anwende, dann haben die Werte der Umkehrfunktion auch wieder den Abstand 2π, ne, in imaginärer Richtung, also den Abstand 2π mal i. Ja? Und deshalb habe ich hier im Wertebereich der Logarithmusfunktion, also von rechts nach links, da habe ich im Wertebereich der Logarithmusfunktion oft diesen Faktor 2πi. Ja, weil die Werte eben um 2πi auseinander liegen. Gut, wir können also folgendes Fazit ziehen. Die Periodizität der komplexen Exponentialfunktion, also von links nach rechts, mit einer Periode von 2πi, das ist dieses Stück hier, die ist daran schuld, dass die Umkehrfunktion, also die Logarithmusfunktion, Funktionswerte hat, die sich ebenfalls um 2πi unterscheiden. Gut, am Ende noch eine Anmerkung. Falls ihr den Unterschied nicht kennt zwischen einwertiger Funktion und mehrwertiger Funktion, da müsst ihr dann in der Playlist nachgucken. Da habe ich ein anderes Video zugemacht. Ja? Aber hier sind wir erstmal am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.